Noch eine Trophäe. Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Jody, alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Gerät? Kann ich mir nur angucken, okay. Ja, das war schon krass in der Wüste. Jetzt sind wir wieder jugendlich oder was? Einfach nur rumlangweilen hier. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Ah, halt dich mal schön raus hier. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen, du weißt, wie er ist. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Ich habe so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Bin ich vielleicht ein Spielzeug? Irgend sowas wie ein Testobjekt? Hast du vielleicht schon mal überlegt, was ich will? Entschuldigung, ich weiß.
musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Du kannst der CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Ups, sorry, zu spät gedrückt. Ich hol schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ach so. Sauer. Erstmal wieder Randale machen. Das Fernseher. Das Kinder zu Hause noch. Wo ist die Kacktasche, Mann? Was vergessen?
Ich glaube, wir gehen jetzt. Oh, vielleicht sehe ich noch Bart. Okay, das habe ich schon vergessen. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Abendessen. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt gleich erstmal eine Pause, ein Folgenpäuschen. Nehmen wir auch schon fast 2 Stunden auf. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Ja... Das. Das wird ja spannend in der nächsten Folge. Was da wo geschehen mag, das seht ihr aber erst demnächst. Ja, dann würde ich gleich sagen, tschüss. Ja, schreibt mal fleißig Kommentare, wenn ihr wollt. Und ja, Daumen nach oben bitte. Ja, tschüss. Peace out, ich bin raus. Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem Let's Play Beyond the Souls. Und ja, in der letzten Session waren wir verabredet, oder besser gesagt, haben wir jemanden eingeladen, wo mir gerade der Name entfallen ist, weil die letzte Session ist schon ein bisschen her. Jo, und da spielen wir jetzt gleich weiter. Also viel Spaß. Thank you.
Okay, spielst den Geist. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Ach, Ryan hieß er. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Jetzt schreit sie mich noch an. Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an. Ich gehöre nicht dir, Aiden. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben. Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Oh. Ja. Ja, doch, ich weiß, was damals passiert ist in der Bar. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ryan ist nicht so ein Kerl. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Aufräumen? Oh Gott, das schaffen wir doch nie. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Ins Bücherregal? Okay, wo ist das? Ich kenne mich hier nicht aus. Ach, hier. Das sieht aus wie das Bücherregal. Na. Oh. Muss ich unbedingt von der Seite gehen? Okay, man muss von der Seite schon gehen. Okay, toll. Scheiße. Ach so, ja, Klamotten sollten wir auch erstmal wegräumen. Okay, Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Badezimmer. Badezimmer, Hammer. So. Okay, da. Mann, hat die eine geile Bude, muss man mal sagen. Also an Geld mangelt es ihr bestimmt nicht. Ups. Okay, ich kann das nicht, auch nicht wechseln zu ihm. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Ach du Scheiße, ist noch eine Pizza. Ich dachte, ich würde die aus dem Fenster werfen. Oh Mann. Genau, den Abfall in die Küche. Okay, erledigt. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Alter. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Oh Mann, der macht doch alles, ja. Unordentlich. Vielleicht sollte ich mich jetzt schick machen. Oder, ja, warte mal, da ist immer noch Chaos. Gibt's doch gar nicht. Ja, klar. Die Games einfach unter den Regal schieben. Genauso macht man das. Soll ich jetzt schlafen gehen? Wann kommt da nochmal 20? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt logisch ein bisschen desorientiert. Ich glaube, ich gehe mich erstmal schick machen. Schick machen. Also. Hä? Kann die jetzt nichts machen hier? Sie kann sich angucken. Wow. Duschen? Soll ich sie duschen erstmal gehen? Okay. Lass uns erstmal duschen gehen. Hoffentlich zeigen die nicht so viel, weil bei YouTube darf man nicht so viel zeigen. Scheiße, wenn der jetzt kommt, habe ich ein Problem. Perfekt, postet sie das Handtuch.
Ach so. Ja. Was steht denn da am Spiegel? Uiuiui, das kleine Schwarze. Die will es aber diesmal wissen, anscheinend. Ja, da stand doch gerade was am Spiel. Es liegt da wieder Klammern rum. Was? So. Gott, Aiden. Wie steht da gelesen? Du verstehst das nicht. Was? Die kann die nicht aufheben? Ja, dann lassen wir sie halt liegen. Oh, scheiße. Oh, brauchst du anziehen? Mist, er ist zu früh. Zieh doch was an. Ich komme. Zieh doch was an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das meint sie nicht, natürlich nicht wortwörtlich, sie kommt. Okay, da war billig der Witz. Ach ja, warte mal hier. Oh, Schrank. Was ziehe ich an? Bist ich doch nicht das Rote? Elegant, sexy, cool. Ach komm, lass uns mal sexy ausprobieren. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Keine Ahnung. Komm, wir sind elegant. Oh mein Gott. Tja, da muss er ein bisschen warten. Rot ist immer gut. Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Hör lieber auf, Französisch, genau. Ach komm. Klassisch. Mein neues Ich und... Es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Hey, das hatten wir doch schon mal an. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Ja, ja, ich komm. Ich hab noch was gekocht. Komm gleich! Ja, ja. Ach so, die hat noch eine Tür oder was? Vielleicht war das gar nicht die Tür, das war. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Das muss doch die Tür gewesen sein. Mann, ich wohne hier doch erst seit einem Tag. Also zumindest ich bin jetzt erstmal hier. Ach, ein Buch. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber... Aber klingt machbar. Klingt nicht machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Mach mal kommendes Hähnchen. Ja, Hühnchencurry. Was Leckeres zum Wohlfühlen. Ja, das wird ihm gefallen. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Wir hätten vielleicht erstmal reinlassen müssen. Was ist jetzt der Kühlschrank? Ach, das. Ja, das können wir mal erstmal nehmen. Alter. Geht's noch? Danke, Aiden.
Das sah sehr bedrohlich aus. Sollten wir ihn jetzt nicht bald reinlassen? Keine Ahnung. So weit, so gut. Echt? Oh Gott, brauchen wir noch Teller? Willst du nochmal zum Buch gehen oder was? Okay. Ich laufe mal wieder das und ach, Mann. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Wo bleibt denn der? Egal. Eigentlich brauchen wir erstmal Teller oder so, oder? Halt mal das nur. Okay. Ach jetzt, ach hier, warte. Ach so, ja, sie ist ja nicht so groß. Sie kommt da auch gar nicht ran. Sehr cool, dass sie daran gedacht haben, die Küche zu hoch zu bauen. dahin. Nein, dahin. Los. Genau, alles reinhauen. Sieht auf einmal ganz anders aus. Ups. Ich glaube, das reicht. Natürlich Pfeffer noch ein bisschen. Ja, da kann ruhig ein bisschen mehr Pfeffer ran. Noch ein Tick Pfeffer. Ja, das reicht. Und ja, haben wir schon Salz gehabt? Ingwer hatten wir, ne? Machen wir noch Ingwer. Salz meine ich. Ja, kommt nicht so wenig, sonst schmeckt es dann fad. So. Tja. Dann mal ab in den Ofen. Ach du Scheiße. Okay, ich dachte schon, ich muss noch die Gradzahl eingeben, weil die wüsste ich jetzt nicht. was mache ich jetzt? Tischdecken. Ah, vergesse ich das mal. Alter, also, vielleicht hat die ihr Zeug ja da drüben. Ah, hier. Wie perfekt. Zwei Teller, zwei Gabeln. Zwei Messer. Gabel. Vielleicht noch eine Kerze, obwohl das ein bisschen kitschig ist. Aber sie ist aber da. So, jetzt ist es Romantik. Oh. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Also nochmal. Wow, das ist sehr romantisch. Ja, finde ich auch. Was ist das? Eine Stunde oder so, oder? Also muss es ungefähr wesentlich noch raus. Gott, hoffentlich verbrennt mir der Rotz, ne? Aber vielleicht hat das ja so einen Zeittimer, der dann Bing macht. Vielleicht. Ach, das ist noch eine Uhr. Okay.
Nee, umziehen geht jetzt ohne nochmal. Schuhe vielleicht. Ich trage ja gar keine Schuhe. Hat hier denn nur welche? Oh, scheiße, er ist da. Ach, der! Ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie hieß er denn? Aber das ist der. Es war ja klar, dass da was zwischen den beiden läuft. Schuhe will ich noch gerne anziehen, aber ich habe jetzt gar keine. Halt mal. Bevor ich aufmache, will ich aber Schuhe. Oder ich gucke lieber erstmal nochmal hier. Nein, geht auch nichts. Ja, komm, dann machen wir halt auf. Hui. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Okay. Hihi, alles sauber. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Den Korkenzieher? Okay, haben wir denn sowas? Wow! Cooles Apartment! Huh? Fuck, Mann! Ja, danke! Aiden! Verfluchte Scheiße! Ganz loser! Ja, mach mal zu hier oben. Also nochmal. Gucken Sie. Gläser. Ich kann immer noch nicht aus hier rausfahren mit dem Geist. Okay, die Gläser. Soll ich hier aufmachen? Nein, ich mach schon. Okay. Okay, das ist ja okay. Was? Krass. Das würde ich nicht mal hinkriegen, so leicht. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Eieiei. Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt. Voll möbliert und... Ich finde eigentlich... Oh. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Und stammst du von hier? Nein, ich stamme von meinen Eltern. Ups, ich hab das jetzt. Oh nein! Scheiße! Du böser Geist! Das bin ich nicht. Das war ziemlich. Sorry! Ach, das macht einfach so viel Spaß. Dein Essen brennt an. Ich sag nichts mehr. Ist das Brandgeruch? Oh, verdammt. Und ich bin schuld. Scheiße. Wollen wir doch eine Pizza anrufen? Eine Pizza, Mann. Ei, verdammter Dreck. Sorry. Riecht gut. Das ist Hühnchencurry mit überbackenem Gemüse. Das sollte es zumindest sein. Also. Ich find's toll, dass du kochst. Das ist gut. Hey, jetzt sieht's ja ganz annehmbar wieder auf dem Teller aus. Oh.
Ja, ist wirklich ungewöhnlich. Interessant. Schön, dass es dir schmeckt. Sorry, da muss ich lachen. Ach, nee. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Ja, jetzt bin ich kein Arsch. 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Das wäre doch gemein. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA-Campus. Und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du ja schon. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also, Nathan und Cole waren immer für mich da. Nee, einen kleinen Scherz kann ich mir erlauben. Oh. Zugluft. Na, schmeckt's? Hat Nathan dir hier richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit alten... Sorry, ich dachte, ich mache ihn an und ne kaputt. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Er ist nur ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Ich bleibe jetzt ruhig. Ich will ihn nicht verärgern. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja! Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du... verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und, es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es... Es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Hast du jemanden? Ich hab einen, also... Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun.